Hallo, willkommen zu Bauchintensiv. Heute wieder ein paar andere Übungen. Macht mit, so gut es geht. Denkt an euer Powerhouse. Die wichtigste Übung ist immer das Einziehen des Bauchnabels zur Körpermitte, die eingespannte Po-Muskulatur und den Verschluss der unteren Öffnungen für die Beckenbodenmuskulatur. Alle diese Übungen sind sehr, sehr wichtig. Das ist quasi immer primär. Und sekundär kommt dann quasi das dazu, was wir so mit Armen oder Beinen machen. Macht eure Pausen, wie ihr die wollt. Verändert die Hebel. Viel Spaß. Wir machen alles noch auf dem Rücken liegend, auf der Matte, also kein Problem. Vielleicht legt sich auch mal zur Seite. Wir gehen heute gleich mal in die untere Abteilung vom Bauchnabel abwärts. Das heißt, ihr spreizt eure Finger, drückt die Hände kräftig in den Boden, macht einen Doppelkinn und presst euch drauf. Nochmal. Ihr müsst eure Lendenwirbelsäule nicht auf den Boden drücken, das heißt, euer Becken ist neutral bis einen Hauch gekippt, also ein leichtes Hohlkreuz. Nur eben nicht mehr verändern. Wenn ihr Übungen macht mit langem Hebel der Beine, solltet ihr die Lücke zwischen Rücken und Matte immer gleich lassen. Schließen die Beine, ziehen beide Beine ran. Machen eine kleine Bewegung Richtung Körpermitte. Also die Arme krabbeln nach vorne, die Schulterblätter sind tief. Drückt die Knie und die Füße zusammen, das ist eine ganz andere Übung, dann atme aus beim Ranziehen. Schließ deine Augen und spür deinen unteren Bauchmuskel. Jetzt könntest du schon verändern, die Bewegung größer machen oder kleiner, mehr über dem Bauchnabel oder weiter weg. Mit geschlossenen Augen gehst du jetzt deine Grundspannung durch. Hinterkopf drückt, langer Hals, Nacken, kurzer Hals vorne. Knie und Füße zusammenpressen. Finger drücken, Hand drückt, Unterarm, Ellbogen drückt. Keine große Veränderung im Bereich der Biegung der Lendenwirbelsäule. Gilt übrigens auch für Brust und Hals. Und wenn du ein bisschen tiefer beginnst, wird es auf jeden Fall schon deutlich schwieriger. Konzentriere dich auf das Arbeiten der Beine und die Stabilisierung der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule durch den Bauch, die Beckenbodenmuskeln und den Rücken. Und den Po. Noch 8, wenn du kannst. Abstellen, kurze Pause. Oberkörper heben hoch, die rechte Hand wieder in den Hinterkopf, ich hole die Beine ganz nah ran, ziehe den Oberkörper hoch und neige mich jetzt nach links. Je höher, umso schwieriger, je tiefer, umso einfacher. Du möchtest mit der linken Hand den linken Fuß berühren. Erstmal den Fuß hinten. Versuch ihn zu berühren. Beine sind mittig, Füße geschlossen. Wechsel zur anderen Seite. Also wenn wirklich versucht, den Fuß zu berühren, muss man sich einen Tick mehr bemühen. Ansonsten gehst du einfach nur mehr in die Senkrechte. Ich versuche rüber zu schieben. Hier noch. Und löse. Die Finger bleiben am Hinterkopf, wir legen den Kopf mit den Händen ab und drücken die Ellenbogen nach außen. Ziehen beide Beine wieder hoch.
Das rechte Bein und das linke Bein kommen jetzt in die Streckung. Jetzt machen wir eine ganz kleine Bewegung mit den Knien, etwas im Bereich Schambein, Kreuzbein, Bewegung. Wieder einfacher abgewinkelt, nah am Körper, an der Körpermitte, schwieriger, 90 Grad und die Knie nicht über dem Bauchnabel, sondern über dem Schambein und darüber hinaus. Konzentriere dich auf die kleine Bewegung, kleine Ausübung, super spürbar. Zusammendrücken der Beine sowieso. Den Bauch ziehst du nach innen, super flach. Arme sind gespannt, Ellbogen öffnen immer mehr nach außen. Sechzehn noch, wenn du kannst. 15. Wo kommt die Übung her? Welche Muskeln erzeugen die Kraft, um die Beine zu bewegen? Was sind Hilfsmuskeln? Was kannst du einsetzen? Die letzten 8. Sehr gut halten. Millimeter Bewegung nach vorne. Zack. Zack, zack, zack. Versuch den Po schweben zu lassen. Zieh das Schambein zum Bauchnabel. Zieh den Bauchnabel zum Brustbein. Zieh das Brustbein zum Kehlkopf. Countdown für 8. Pause lösen. Beide Beine nach links legen. Wir kommen im Oberkörper hoch und drehen nach links zur Mitte und zurück. Hoch, links, Mitte und zurück. Hoch, links, Mitte und zurück. Augen wieder zu und durch. Lass es die Körpermitte mal machen, die hat mehr Kraft. Wie immer kannst du das rechte Bein ausstrecken. Dann liegt das Becken vielleicht ein bisschen schöner ab, muss aber nicht sein. Zieh weit hoch und dreh nach links. Das Hochziehen spüren, den Drehmoment in der Körpermitte. Viele Wiederholungen, wird immer deutlicher und wahrnehmbarer, spürbarer, wo die Kräftigung stattfindet. Die letzten 4. Kurzer Break. Ellbogen ganz eng. Hol das Kind zum Brustkorb und zieh dich hoch. Zieh, zieh,
Sollte schon langsam ein bisschen wärmer werden oder ein bisschen verkrampfter oder härter. Und die letzten. Kleiner, aber höher. Lösen, Beinwechsel. Beide Beine jetzt nach rechts legen. Entweder das linke Bein strecken oder abgewinkelt lassen. Also eine schöne Drehbewegung und eine Mobilisation für die Wirbelsäule. Hoch, dreh, Mitte und zurück. Dreh dich nach rechts. Bauchnabel nach innen saugen. Wenn du die Arme etwas enger nimmst, geht es einfacher. Wenn du die mehr nach außen führst, wird es wieder schwieriger. Wieder effektiver, das Ausatmen durch den Mund. Beim Hochkommen und bei der Drehung. Augen zu, Wahrnehmung von innen. Wer zieht den Oberkörper hoch? Wer dreht? So, hier mal noch die Kombination. Kurzer Break. Ellbogen enger. Kleine, schnelle, hohe, nicht mehr abgelegte. Crunches, Kräftigungen. Wieder für die linke Taille. Augen zu. Hals entlasten. Taille belasten. Ellbogen gerne enger. Vielleicht ein bisschen höher jetzt noch. Noch 24. Halten und lösen. Für die Entlastung vom Hals und Nacken gehen wir mit den Füßen wieder aufgestellt, Arme legen wir zur Seite
und rollen den Kopf ein paar Mal hin und her. Schnappt euch die Knie, kommt in den Sitz. Jetzt gehe ich voll auf den Unterarm. Hinten auf die Hand. Versuche ich wieder so halbwegs aufzurichten und ziehe die Beine hoch und tief. Jetzt arbeiten wir hier wieder mit der Oberschenkelaußenseite, mit der Innenseite, mit der Taille. Und hoch und hoch. So einfach wieder Beine rangezogen, schwieriger, größerer Hebel. Check up. Deine alten Tiroler schmeißen die Matte weg, machen das auf einem harten Holzboden. Denk an früher, ja. Haben wir das gemacht mit Dreh von rechts nach links mit dem Holzboden. Das waren noch Zeiten. Auch schon 20 Jahre her, man möchte es glauben kaum. Wir nehmen die Hand und machen ein bisschen Oberkörper mit. Aber jetzt mal einfach schneller, nicht auf den Rhythmus hören. Acht noch, komm. Unterarm, Stütze. Machen wir erstmal die auf dem Knie. Knie sind gegrätscht, Füße gebeugt, Ellbogen nach außen halten. Erstmal so denkt man sich, geht ja noch, okay. Versuch wirklich beide Beine gleichmäßig, beide Arme und Hände gleichmäßig in den Boden zu drücken. Kopf neutral, Bauchnabel drin. Drückt das linke Bein mit dem rechten Arm deutlich fester, linkes Bein, rechter Arm. Und der linke Arm geht nach vorne und das rechte Bein geht hoch. Diagonale halten. Acht mehr. Gerne mehr nach außen. Letzten. Vier, drei, zwei, Arm ran, Bein ran. Kurzer Break. Wieder hochkommen. Alles drückt gleichmäßig und gleichzeitig tief. Schulterblätter zurückziehen, Oberkörper hoch, Bauchnabel drin. Linker Arm, rechtes Bein drücken mehr. Rechter Arm geht vor, linkes Bein geht hoch. Gerne Diagonale. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ranziehen. Kurze Pause. Dann gehen wir in die seitliche Übung. Ein bisschen vorsichtig sein, heute war mein Knie angeschlagen. Tür zugemacht im Auto. Unterarm, Hand, Winkel, hoch, tief, hoch. Versucht mal, dass er nicht zu sehr reinrollt und macht euch groß und aufrecht. Spürt ihr das hier? Gut. Denkt dran, hier wird es auf jeden Fall gleich mal um einiges heftiger, abgewinkelt einfach oder nur einbeinig. Mach deine Variante. Wer will, nimmt die Hand zum Kopf, macht leicht mit. Rippen, Becken zueinander. Kämpfen für acht. Gut, Rückenlage, weiter geht's.
Beine hochstrecken, Füße gebeugt, Knie gestreckt. Holen die Beine ran und drücken jetzt den Popo hoch, aber durch Zusammenziehen vom Bauch. Wir sind beim Bauch. Schwieriger, noch schwieriger, einfacher. Aber nehmen die Beine mit Absicht alle ganz nah ran, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann durch das Zusammenziehen der Bauchmuskeln das Kreuzband im Popo abheben. Jetzt ran, hoch, leicht zurück. Ran, hoch und wieder zurück. Mit Powerhouse, gell? Halten und hoch pushen. Oberkörper geht mit. Popo schwebt. Finger drücken. Hände drücken. Popo nicht mehr ablegen. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Also hier mit. Kommt schon der Schweiß raus, bisschen wieder Halsentlastung, Arme nach außen abspreizen, Beine ranziehen, kreisen mit den Beinen, wieder gedanklich um einen Fixpunkt an der Decke und den umrunden wir jetzt mit den Knien. Stellst du vor, du zeigst eine Spirale an die Decke, nord in die Richtung, nachher geht es in die andere. Größer, ausladender, langsamer. Oder kleiner und etwas schneller vielleicht. Mach's aus dem Bauch. Füße, Knie zusammendrücken. So, andere Richtung, mittig ranholen und in die andere Richtung arbeiten. Ich muss jetzt mit dem Uhrzeiger sitzen. Spüren, fühlen, powerhausen, Finger drücken, Kopf drücken. Hebel verändern, wenn du möchtest. Tempo verändern, bitte mit dem Hebel. Man nimmt den Oberkörper ein bisschen höher. Wenn es für den Hals zu unangenehm wird, Kopf wieder ablegen. Die letzten acht. Wo ist der Kreis, den du ziehst mit dem Knie? Und abspannen. Für die Dehnung beide Beine nach links, Arme gehen über Kopf, Kopf nach rechts. Schön in die Taille dehnen. Bauchnabel loslassen, Popo entspannen, die unteren Öffnungen entspannen, alles loslassen. Dann wechseln.
Beine ausstrecken. Knie locker, Füße locker. Lang ziehen, mal mit der rechten Hand am linken Daumen ziehen und so ein bisschen hin und her wippen seitlich. Dann wechselt die Hand am anderen Daumen, zieht so ein bisschen aus der Flanke lang. Jetzt stellen die Füße auf, stellt euch zu mir nach vorne und hängt schön durch. Im Hohlkreuz. Wichtig hier wieder keine Spannung, alles loslassen. Für den geraden Bauchmuskel und den Hüftbeuger ganz wichtig. Schambein sinkt allmählich tiefer und dann geht es zurück in den langen Rücken, schon tief. Und kommt in den Vierfüßlerstand, macht ein paar Mal Katzenbuckel, Pferderücken. Und dann haben wir es geschafft. Die halbe Stunde ist schon fast oben. Schöne Grüße aus dem Studio Pedro in Aalen und bis zum nächsten Video. Ich mache noch Stretching und jede Woche was Neues für euch. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.